Sie sollte so schön werden, die Energiewende. Sprit aus Samen, Gas aus Blättern, Strom aus Wind. Natur heilt jene Wunden, die der Energiehunger der Menschen ihr geschlagen hat. Mal andersrum. Statt lebenswerter Natur Monokultur. Landwirtschaftliche Flächen nicht als Brücken, sondern als Sperrriegel zwischen Lebensräumen. Für Tiere eine Wüste. Arten wandern ab auf die roten Listen. Es droht eine neue Front. Natur- und Artenschutz einerseits, großtechnisch betriebener Klimaschutz andererseits. Die Naturschützer werden immer dünnhäutiger, fühlen sich an den Rand gedrängt, als Romantiker belächelt, die keine Prioritäten setzen können, der aus ihrer Sicht finale Schlag die Pläne der Landesregierung in Sachen Windkraft. März 2012 im Sohnwald. Rodungsarbeiten für einen künftigen Windpark. Er entsteht an der angeblich windstärksten Stelle von ganz Rheinland-Pfalz. Klingt sinnvoll. Dennoch massive Proteste. Ich bin betrübt und erschüttert. Für die Fledermäuse ist das hier ganz, ganz schlimm. Ganz traurig ist, dass uns die rot-grüne Landesregierung zuguckt. Das finde ich also ganz erstaunlich. Und das Grüne, wo Wald kaputt machen. Ja. Ich weiß nicht. Doch es geht nicht um Einzelfälle. Den Naturschützern fehlt eine zentrale landesweite Planung für Gebiete, in denen Windmühlen erlaubt bzw. verboten sind. Stattdessen überlasse Mainz es künftig den Bürgermeistern, wo gebaut werden soll. Und die seien in erster Linie an hohen Pachteinnahmen interessiert. Das ist sicherlich ein Stück weit berechtigt, dass natürlich hier einige Kommunen auch hoffen, dass sie dadurch ihren maroden Haushalt sanieren können. Wir versuchen hier auch die Kommunen über die Energieagentur zu beraten, Solidargemeinschaften zu bilden, um eben die Vorteile für alle gleich zu verteilen. Wir sind angetreten für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr Bürgereinfluss und der ist auf der kommunalen Ebene natürlich wesentlich stärker, denn da entscheiden nicht nur die Bürgermeister, sondern am Ende die Bürgerinnen und Bürger. Doch welcher Gemeinderat denkt angesichts leerer Kassen an die Natur, an die Gefahren etwa, die von Windrädern für Vögel ausgehen, etwa für durchziehende Kraniche, den Schwarzstorch, aber auch für hochfliegende Fledermausarten. Das Umweltministerium hat hierzu ein Fachgutachten erstellen lassen. Tenor: Windkraft und Naturschutz sind vereinbar. Dieses Gutachten gibt den augenblicklichen rechtlichen Rahmen wieder, ist deshalb, wenn man diese Mindestanforderungen nur erfüllen will, in Ordnung, aber ist völlig ungeeignet, ein Lenkungsinstrument zu sein. Ungewohnte Allianzen. Windkraft macht's möglich. Zum ersten Mal haben sich alle 10 im Land anerkannten Naturschutzverbände zusammengetan. Mögen sich Angler, Biotopschützer, Jäger und Wanderer sonst nicht gerade grün sein. Die Kritik an der grünen Mainzer Windpolitik eint sie. Aber beeindruckt diese Einheit? Das beeindruckt mich in dem Sinne vielleicht, dass die es auch mal geschafft haben, sozusagen auch die unterschiedlichen Interessen der Verbände auch taktisch mal zusammenzubringen. Das ist schon eine gute Leistung, dazu kann man ihnen auch durchaus gratulieren. Es ist immer einfacher, gemeinsam gegen etwas zu sein, als gemeinsam für etwas zu sein. Dagegen also, ob aus Sorge um die Vögel oder um die Landschaft, manchmal trägt die Kritik fast schon ideologische Züge, wird zur Totalablehnung. Doch in die Ecke der Hardliner wollen sich die Naturschützer nicht stellen lassen. Sie gehören nicht zu fundamentalistischen Windenergiegegnern. Gerade ich habe 20 Jahre lang gekämpft für den Ausbau der Windenergie und jetzt sehe ich allerdings, dass er planlos abläuft und da müssen wir dagegen einschreiten. Klar ist, noch nie war er so tief, der Graben zwischen grüner Politik und Naturschützern in Rheinland-Pfalz. Ein NABU-Akteur hat es mir gegenüber vor wenigen Tagen so ausgedrückt: Alles, wofür wir 50 Jahre gekämpft haben, für eine attraktive Landschaft mit reichem Artenvorkommen, wird mit einem Federstrich zunichte gemacht. Bei so einem Streit ist es ja immer das Beste, mal einen Schritt zurückzugehen und sich die ganze Sache von außen zu betrachten. Wir haben das auch gemacht. Wir sind nach Bayern gefahren zu Ludwig Sothmann. Er ist Präsidiumsmitglied beim Deutschen Naturschutzbund. Wir sind ja der Dachverband für alle Naturschutzverbände in Deutschland. Wie betrachten Sie mit dem Blick auf Rheinland-Pfalz diesen Streit? Also der DNR oder die Naturschutzverbände in Deutschland sind eindeutig für die Energiewende. Der Blick nach Rheinland-Pfalz
er verdüstert sich einfach deswegen, weil wir dort einen Wildwuchs an Energieanlagen, an Windkraftanlagen haben, der dringend einer Regelung bedarf. Windkraftanlagen sind im Grundsatz ja was Gutes, aber sie machen Probleme für Vögel, für Fledermäuse, aber auch, und das ist ganz wichtig, für das Landschaftsbild. Diese Ästhetik eines Landschaftsbildes ist ein Gut, das genauso erhalten werden muss. Und da ist die Art, wie in Rheinland-Pfalz sozusagen im Schrotschuss über kommunale Entscheidungen Windkraft in die Landschaft gesetzt wird, nicht der Weg, wie hier in der Zukunft gegangen werden darf. Überrascht Sie die Einigkeit dieser 10 Naturschutzverbände in Rheinland-Pfalz, wie Sie da an die Landesregierung gegangen sind? Überrascht mich überhaupt nicht, weil das ist eigentlich von uns allen Gemeingut, dass wir sagen, wir müssen Windkraft steuern, und zwar wir müssen sie regionalplanerisch steuern. Dann ist sozusagen ein Lenkungsinstrument da, das also auch diese ganze Landschaft erhält in ihrer Ästhetik und dass die Versorgung zwar dezentral, aber geordnet in die Wege leiten kann. Es gibt Gebiete, die sind unbedingt schützenswert. Es gibt also die absoluten Tabuzonen und Tabuzonen, die so leicht angetastet werden. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gelten Flora-Fauna-Habitate und auch Natura 2000-Gebiete als absolute Naturschutzzone, die nicht angetastet werden. Bei uns ist es anders. Wie sehen Sie das? Also ich halte die Entscheidung von Nordrhein-Westfalen für richtig. Die Natura 2000-Gebiete sind sozusagen das ökologische Rückgrat unseres ganzen Landes. Das ist für die Zukunftsfähigkeit der Republik von entscheidender Bedeutung, Biodiversität und all dieses. Da sollte man nicht reingehen, vor allem deswegen nicht, weil wir, wenn wir mit Windkraft einen entsprechend hohen Stromanteil erzeugen wollen, brauchen wir diesen hohen Flächenbedarf gar nicht, sondern wir kommen mit 2-4% maximal der Landesfläche aus und da hat man genügend Ausweichgebiete. Also das ist auch so, wie es im Landesentwicklungsplan steht, das sind 2, noch was Prozent der Fläche, die vorgesehen sind. Wo würden Sie denn die Grenzen setzen? Wo kann Windkraft entstehen und wo nicht? Also Windkraft kann immer dort entstehen, wo sie die Biodiversität, also die Vielfalt an Arten und Lebensräumen nicht schädigt und wo sie optisch nicht gewachsene Kulturlandschaften belastet. Wenn wir den Wald zum Beispiel nehmen, der ist für mich immer die zweite Wahl, aber wenn ich in einen reinen Fichtenforst gehe oder in einen reinen Kiefernforst, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn dort Windkraftanlagen entstehen. Was sagen Sie jetzt mit Blick nach Rheinland-Pfalz, was empfehlen Sie, wie soll man da aus diesem Konflikt rauskommen? Also die Politik kann sich aus diesem Konflikt nicht rausmogeln. Die muss klare Richtlinien geben, Vollzugshinweise für ihre Behörden und diese Vollzugshinweisen muss ein Konzept unterlegt sein, wo ist Windkraft möglich aus all diesen einschränkenden Gründen und wo eben nicht. Und mit dieser Planungssicherheit kann man dann auch wegen mir Gemeinden wieder mit einbeziehen. Aber entscheidend ist, dass nicht der Bürgermeister, weil er Geld für irgendwas braucht, Windkraftanlagen genehmigt, dort wo sie überhaupt nicht hinpassen, beispielsweise in alte Laubwälder oder andere, einfach Tabuzonen ja. Für den Naturschutz. Vielen Dank für Ihre klaren Worte.